Kleine Geschosse aus Wassertropfen fliegen durch unser großes Paludarium. Riesige Augen und ein oberständiges Maul helfen den Bewohnern bei ihrer besonderen Jagdtechnik. Es sind Schützenfische. Mit einem präzisen Wasserstrahl werden Insekten abgeschossen. Ihre Munition besteht aus Wasser. Für den Schuss pressen sie durch ihr oberständiges Maul einen Wasserstrahl mit enormer Geschwindigkeit und Präzision in Richtung ihrer Beute. Sie gleichen beim Anvisieren ihrer Beute die Lichtbrechung durch die Wasseroberfläche aus. Außerdem berechnen sie auch die Intensität und den Neigungswinkel des Wasserstrahls, der die Fallrichtung ihrer Beute bestimmt. Die Schützenfische agieren bei ihrer Jagd so flink, dass sogar die Zeitlupe wie normale Geschwindigkeit erscheint. Neben lebenden Insekten fressen sie bei uns auch totes Futter, hier getrocknete Bachflohkrebse. Bei der Fütterung drängen sich alle um die gewohnte Futterstelle, rangeln um den besten Platz zum Schießen. Nicht immer hat der Schütze selbst Erfolg. Das Paludarium ist den Uferregionen von Flüssen und Bächen ihrer Heimat angepasst, damit die Schützenfische ihre interessante Jagdtechnik auch bei uns zeigen können.